Wenn Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang im Wald ein paar junge Leute beobachten sollten, die hektisch hin und her rennen und immer auf ihr Handy gucken, dann könnte es sein, dass sie Zeuge einer Schatzsuche geworden sind. Und zwar der modernen Form der Schatzsuche, dem sogenannten Geocaching. Geocaching funktioniert so: Jeder Teilnehmer hat ein Gerät, das sieht so ähnlich aus wie ein Handy, und das ist ein GPS-Empfänger, mit dem kann man Koordinaten anzeigen. Und wo der Schatz liegt, das erfährt man aus dem Internet. Hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt an in einem Beitrag von Joachim Schneidereit. Ja, meine Damen und Herren, und danke Olli. Ein von den Geocachern, die mit dem GPS-Gerät durch den Wald gehen und durch die ganze Welt, ist Dr. Jürgen Tenkhoff, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Herr Dr. Tenkhoff, wie lange sind Sie schon dabei? 4 Jahre jetzt. 2008 haben wir angefangen und haben die Welt aus Geocaching-Augen betrachtet. Ich muss mich im Internet anmelden als Geocacher. Also man kann nicht einfach so loslaufen und dann kann man auch an die Ziele rankommen, an die Cache. Ganz genau. Es gibt eine internationale Vereinigung, das nennt sich Groundspeak. Das ist der Provider aus den Vereinigten Staaten, die auch den Startschuss fürs Geocaching gegeben haben im Jahr 2000. Und die entsprechende Internetplattform heißt geocaching.com. Das ist die internationale Geocaching-Seite, auf der man, sofern man über einen Account verfügt, der allerdings kostenlos ist, dann auch sich in seinem Heimatort oder da, wo man hin will, die entsprechenden Caches aussuchen kann, die man dann besuchen möchte. Und dann suche ich mir praktisch einen Cache aus in meiner Nähe, und Sie haben ja hier für die Hennefer praktisch einen 100-Dörfer-Cache eingerichtet. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir haben die Idee von Hennef aufgegriffen, sich als Stadt der 100 Dörfer zu präsentieren, und haben dann dort irgendwann mal in einer Runde die Idee gehabt, jedes Dorf aus Hennef braucht auch einen eigenen Cache. Und so haben wir dann mit 3 Teams zusammen diese 100 Dörfer in Anführungszeichen aufgeteilt und haben dann pro Team dann eine entsprechende Anzahl an Caches pro Dorf dann versteckt und diese dann auch entsprechend dann bei geocaching.com dann veröffentlicht. Und wie so ein Cache aussieht, da stehen wir jetzt. Also jetzt können Sie sich mal ein bisschen umgucken. Und Herr Dr. Jürgen Tenkhoff, der zeigt uns mal, wo der Cache ist. Ja, wir sind hier jetzt in Röttgen. Und das ist jetzt der Cache Röttgens First. Und dieser Cache, den kann man dann jetzt so finden und bergen. In diesem Rohr steckt der eigentliche Cache. Das ist in diesem Fall eine Flasche, auf der drauf steht: Giving up is not an option. Und wenn man diese Flasche dann öffnet, dann findet man da drin vor allen Dingen ein Logbuch. Und in diesem Logbuch haben wir die Einträge dann von allen, die bisher diesen Cache schon gefunden haben. Und da kann man dann mal durchblättern. Manche haben Stempel, manche haben dann Etiketten, die sie einkleben. Und das ist natürlich auch für die Owner, das ist ein Cache, der uns gehört, dann immer ganz amüsant, dann mal durchzugehen und zu schauen, was dann jeder Einzelne dann dazu geschrieben hat, sobald er ihn gefunden hat. So, und wenn man jetzt ein bisschen länger dabei ist, dann kann man also auch seinen eigenen Cache praktisch einrichten. Ja, Sie können das relativ zügig machen. Es gibt dort auch Unterlagen, was man dabei beachten muss. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass man die Spielregeln einhält zum Verstecken von Caches. Man muss achtsam gegenüber der Natur sein. Caches dürfen nicht auf Privatgrundstücken platziert werden und auch natürlich nicht in Naturschutzgebieten, um dann dort natürlich dafür zu sorgen, dass Tier und Wald und natürlich auch Menschen ungestört bleiben. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben eben gesehen, wir stehen vor einem ganz besonderen Cache, einer von mehreren Millionen verschiedenen Cache. Ja, Frau Rothmann, schönen Dank, dass Sie jetzt mir Rede und Antwort stehen. Das ist einer von vielen besonderen Cache. Da gibt es aber noch mehr. Genau, also dieser hier, der nennt sich Ha, der hat uns gerade noch gefehlt. Und der heißt deswegen so, weil der ist oben im Baum, wie wir gerade schon gesehen haben. Es ist also ein besonderer Cache, weil man nicht so einfach des Weges laufen kann und ihn erreicht. Das ist aber schon was für Fortgeschrittene. Na, da braucht man eine Leiter. Also es gibt Leute, die eine Leiter brauchen, natürlich. Aber wir können ja alle, wenn wir uns an unsere Jugend erinnern, da sind wir vielleicht auch in die Bäume geklettert. Und da muss man halt mal schauen, ob man sich das zutraut. Mhm. Und ansonsten braucht man ein Werkzeug, um dran zu kommen. Zum Beispiel eine Leiter,
eine Strickleiter. Sie haben ja jetzt schon fast den 5000. Cache gefunden. So sieht's aus. Ja, wann haben Sie denn angefangen? Oh, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir haben angefangen schon im Januar 2003, haben dann aber 4 Jahre fast Pause gemacht, weil wir dachten, das Geocaching ist was ganz Abgefahrenes, ist nichts für uns. Und dann haben wir uns irgendwann eines Besseren besonnen, haben wir zu Weihnachten ein GPS-Gerät geschenkt bekommen und ja, seitdem sind wir so richtig dabei. Es gibt ja noch ganz andere Cache, es gibt also ein Mini-Cache, was gibt's noch? Genau, das, was Sie jetzt ansprechen, sind die Größen der Cache-Behälter. Da gibt es, was wir gerade gesehen haben in Röttgen, das war ein sogenannter Small Cache. Das ist die zweitkleinste Größe oder bald wird es die drittkleinste Größe sein. Und dann gibt es so Fingerhutgröße, das sind die ganz, ganz kleinen. Die sind vielleicht nicht so beliebt, weil man sie schlecht findet und die sind sehr fummelig zum Hantieren. Man muss ja das Logbuch herauskriegen. Und es gibt aber auch richtig große Behälter, die man im Wald verstecken kann und nach denen man auch noch suchen muss, wenn sie gut versteckt sind. Ja, und die Bitte an alle Spaziergänger, wenn man so einen Cache findet, liegen lassen. Das ist kein Müll, ne? Genau, das sollte auch auf jedem guten Cache draufstehen, dass es ein Teil eines Spiels ist und eben kein Müll und auch, dass es ungefährlich ist für die vorsichtigen Zeitgenossen. Genau, bitte liegen lassen und vor allen Dingen nichts Essbares reintun, denn das lockt die Wildtiere an. Und für die ist das sicherlich nicht gut. Haben wir ja schon vorhin gehört, also die Cacher achten sehr auf die Natur. Genau, also Cacher sind naturverbundene Leute, sonst würden sie das Hobby nicht betreiben. Die meisten Cacher, denke ich, sind zum Cachen gekommen übers Wandern, übers Spazierengehen in der Natur. Und ja, die achten die Natur, indem sie auf den Wegen bleiben, indem sie die Tiere in Ruhe lassen, das Wild nicht stören. Wenn Sie sich für das Thema interessieren und vielleicht auch mal einen Schatz per GPS suchen möchten, zu dem Thema gibt es viele Infos im Internet, zum Beispiel unter www.geocaching.de.